Auf geht's. Now where should I start? Wähle eine Körperform. Kann ich das gleich noch ändern? Ich wollte mir die nur angucken. Ah, okay. Das ist der Junge. Und hier das Mädchen. Wir nehmen natürlich ein Mädchen. Charaktererstellung. Wow. Auf geht's. Können wir ranzoomen? Nee. Okay. Wir sind jetzt erstmal bei der Gesichtsform. Ah, jetzt geht's automatisch ran. Sieht so niedlich aus. Das ist mir ein bisschen zu... Ich brauche das ein bisschen weicher, nicht so kantig. Der Hautton. Hier sind mehr so die... Die blasse Variante. Augen. Ich liebe grüne Augen. Brau finde ich aber auch ganz gut. Gucken uns mal alle an. Sieht ja auch interessant aus. Unten blau, oben lila. Ist mir so ein orange-braunton, braun. Schwierig. Aber wir bleiben bei grün. Grün ist schon schön. Die Stimme. Das hört sich ja witzig an. Das sind eher so die männlichen Stimmen hier unten, oder? Definitiv. Stimme 2 ist, glaube ich, mehr so das, was mir zusagt. Okay, wir haben Gesichtsform, Hautton, Augen, Stimme. Dann geht es wahrscheinlich hier oben weiter mit den Haaren. Wir können färben hier. Primärfarbe, Secondary Color, Eyebrow Color und Hair Dye Patterns. Warum das sein soll. Schauen uns, ist eine riesen Auswahl auf jeden Fall. Erinnert mich sehr an die Dreamlight Valley Auswahl. Hängen die Spiele irgendwie zusammen? Wirkt gerade ein bisschen so. Dann kann man sich wieder nicht entscheiden hier. Finde ich gut. Gibt es nicht oft diese Auswahl. Das ist auch total verrückt. Ich mag das hier mit diesem Zopf ganz gerne. Jetzt gucken wir mal, was wir hier färben können. Okay, das ist unsere Primärfarbe. Schokolade. Jetzt hätte ich Lust auf Schokolade. Das ist eine schöne Farbe. So, aber das Secondary Hair passt da nicht so ganz zu. Ist halt auch Lachs, ne? Das ist wieder der Lachston. Da gibt es tatsächlich so einen Insider hier privat bei uns. Kann man das so ein bisschen... Nee. Ich hätte das halt gerne noch so ein bisschen abgeschwächt, obwohl der Honigfarbton ist auch nett.
Sieht halt merkwürdig aus. Man will ja halt auch keine lachsfarbenen Augenbrauen haben. Aber ich finde auch keinen anderen Farbton passig. Wollen wir die Haare in Honig machen? Oh. Ich glaube, ich habe mich gerade umentschieden. Wir werden honigfarbend. Das ist schön. Gesichtsmaske. Oh ja, hier Brille. Keine Brille. Wir haben keine Brille. Oberteile. Nein. Nein. Das ist nicht wahr. Was man hier alles tun kann. Okay, das überrascht mich jetzt sehr. Ich habe mich noch so gut wie gar nicht über dieses Spiel informiert und ich habe auch noch kein Gameplay irgendwo gesehen. So viel nochmal zur Info. Ich habe nur ganz häufig gelesen, Palia, Palia, Palia auf Instagram Stories hier und da und dann habe ich gedacht, okay, guckst du doch mal rein. Ist halt auch gratis, ne? Dann habe ich gedacht, da kann es doch nicht schaden, wenn du mal guckst. Und so bin ich hier gelandet. Ich wollte was Entspanntes spielen. Es sieht ganz nett aus. Grafisch spricht es mich an. Und jetzt gucken wir mal, was uns hier erwartet. Einfach mal ganz unverhofft reingetestet. Jetzt kann ich mich hier nicht entscheiden, ne? Farblich ja auch schon zusammenfassen. Sieht halt schon gut aus. Da mag ich die Schuhe nicht. Was ist denn der Unterschied? Ach so, hier haben wir noch so eine Borte unten dran. Oder so. Ja, nee, dann ist das ohne schöner. So. Das finde ich gut. Weil ich diese Hose auch ganz cool finde mit den umgekrempelten Stiefeln. Aber, nee, in der Farbe nicht. In der Farbe nicht. Das ist ja auch interessant mit diesen hochgeknüpften Stiefeln. So Reiterstiefel irgendwie. Zumindest denke ich daran. Aber wir bleiben bei diesem Rock. Der ist cool. Und dann jetzt noch weiter zur Haut. Wir können Make-up tragen. Momentan haben wir keins. Oh, super. Sehr markant. Hey, wir bleiben Make-up frei. Und dann haben wir alles. Die Haare, Klamotten, Hauteinstellung. Akzeptieren wir so. So starten wir ins Abenteuer. Nachdem du deinen Charakter erschaffen hast, kannst du Körper, Gesicht, Hautton, Augenfarbe oder Stimme nicht mehr verändern. Diese Funktion wird erst in einem zukünftigen Spielupdate eingeführt. Okay. Körper, Gesicht, Hautton, Augenfarbe. Aber Haare kann man ja anscheinend dann trotzdem nochmal verändern, wenn man mal zum Friseur geht oder so. Und es gibt ja anscheinend ein Dorf, zumindest haben wir am Anfang Dorfregeln gelesen. Vielleicht gibt es dann da ja auch diverse Läden. Das gucken wir mal. Wie sollen wir dich nennen? Vollständiger Name des Charakters, Spitzname des Charakters. Naja, bin ja immer Germanin. Ein Spitzname. Die nennen mich ja immer alle Jay. Also würde ich sagen, so. Spiele Palia als Germanen. Yes. Wir sind eine lilane Leuchtkugel. Yay. I have high hopes for what you can accomplish. Gönnen Sie sich eine Pause. Es ist in Ordnung, eine Pause einzulegen, wann immer Sie es brauchen. Wir sind immer noch da. Hallo, ich fange gerade erst an. Ich will doch noch keine Pause. Bitte.
legen jetzt erst richtig los. Ich hoffe, soundtechnisch ist das in Ordnung. Oh, wir kriegen ein Intro. Ich halte die Klappe. China, oh mein Drache. Ja, Leute, da guckt ihr, ne? Hab ich aber einen Auftritt hingelegt. Bist du einfach aus dem Nichts aufgetaucht? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Eher aus einer spiralförmigen rosa Leere. Ich bin mir nicht sicher, aber ich bin froh, hier zu sein. Nun, ich bin hier, nicht wahr? Okay, die haben hier so Symbole. Menschen mit dem Persönlichkeitstyp Wasser sind nachdenklich, introspektiv und sensibel. Sie sind zwar sehr intelligent, neigen aber zur Melancholie. Menschen mit dem Persönlichkeitstyp Luft sind gelassen und echte Freigeister. Sie nehmen sich selbst und andere nicht allzu ernst. Menschen mit dem Persönlichkeitstyp Feuer sind freundlich, mutig und schnell zu begeistern. Sie sind die geborenen Anführer. Menschen mit dem Persönlichkeitstyp Erde sind stur, praktisch veranlagt und ehrlich, manchmal auch zu ehrlich. Du kannst dieser Person im Moment kein Geschenk geben. Erfahre, was die Person in dieser Woche benötigt. Sie ist nervös, dass sie mich kennengelernt hat. Okay, bist du einfach aus dem Nichts aufgetaucht? Tja, ich bin mir nicht sicher. Ich bin froh, hier zu sein. Genau so ist es. Ich bin mir auch nicht sicher, wieso ich dieses Spiel spiele, aber ich bin ganz froh, hier zu sein. Also geht's. Wow, ich meine, ich hatte gehört, dass Menschen wie aus dem Nichts an heiligen Städten in Palia aufgetaucht waren. Aber ich wusste nicht, dass das bedeutet, literally out of nowhere zu erscheinen. Ey, es war eine rosa Kugel. Vielleicht hätte ich doch die zweite Antwort nehmen sollen. Tut mir leid, mehr weiß ich auch nicht. Klar, reden wir später darüber, wenn du dich eingelebt hast. Wir sollten langsamer gehen. Warum nimmst du nicht diese Karte und gehst in die Stadt, wo du mit Ashura, dem Gastwirt, sprechen kannst? Er hat anderen wie dir geholfen, sich einzuleben. Ich würde dir selbst helfen, aber ich arbeite hier an etwas und ich bin so kurz davor, es herauszufinden. Ich war so überrumpelt, dass ich vergessen habe, mich vorzustellen. Mein Name ist Gina. Ich bin eine angehende Gelehrte und erforsche diese alten Ruinen. Hallo, Gina! Und das hier ist meine Forschungsassistentin Hekla. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sie gerne fragen. Ich muss jetzt wieder an die Arbeit. Oh, geez, it's late. Bewegungssteuerung. WASD. Okay. Doch, Tutorials sind vielleicht gar nicht mal verkehrt für den Anfang. Look around, losing your mouse, moving the mouse, ja. Okay. Also Leute, ganz ehrlich, für so ein gratis Spiel, das stottert jetzt ein bisschen. Okay, stottert ein bisschen mehr. Sieht das doch optisch erstmal ganz geil aus. Wir ran und, ach nee, wir können nicht mit dem Mausrad ranzoomen. Aber wir haben anscheinend die Aktionsleiste aktiviert. Your action bar is full. You can scroll to action bar number 2 using... Aha, the wheel. Okay.
The items in your action bar are outlined in your inventory. Place items you can use your Chronosome or action bar for ready. Verstanden. Okay. Ach so, wir haben sogar zwei Bars. Alles klar. Okay, dann laufen wir mal. WASD. Sieht wirklich cool aus. Ich mag diesen Grafikstil. Hallo, Hekla. Wie spreche ich denn mit dir? F. Hello, human. Hallo Mensch, ich weiß, dass du sicher viele Fragen zu deinem spontanen Auftauchen hast. Eure Anwesenheit läutet große Veränderungen in der Welt von Palia ein. Was bin ich? Wer bist du? Warum war deine Gefährtin so überrascht? Ich werde Hekla genannt. Es ist meine Pflicht, der jungen Gelehrten namens Gina zu helfen und sie zu beschützen. Wir sind bei einer routinemäßigen Ausgrabung der Ruinen dieser alten Menschenstadt auf euch gestoßen. Dieses Ereignis war für die junge Gina eine große Überraschung. Für mich hingegen war es absehbar. Es war klar, dass du eines Tages zurückkehren würdest. Warum nicht heute? Conversation has ceased. Wieso zurückkehren? Ich war hier noch nie! Willkommen bei Palia. Finde Ashura in Kilima. Wo ist Kilima? Wo kann ich die Karte sehen? Was ist das hier alles? Da brennt Feuer, da ist lila Gestrüpp, da liegen Bretter. Kann ich hüpfen? Oh ja, cool, wir können hüpfen. Ab in die Büsche hier gleich. Oh nein, oh, ich hab mich schon... Oh nein, ich hab's schon kaputt gemacht. Warum hüpfe ich auch in die Büsche? Bleib auf den Wegen. Bleiben Sie einfach auf den Wegen. Sicherheit geht vor. Können wir sprinten? Oh ja, sehr gut. Hier sind anscheinend irgendwelche Werkzeuge. Die ganzen Forschungssachen von Gina. Sollten wir vielleicht die Finger von lassen und nicht dran rumfummeln? Wir wollen ihre Arbeiten ja nicht weiter behindern. Ach, guck mal, wie praktisch. Springen und klettern. Habe ich gerade, glaube ich, schon rausgefunden. Dankeschön. Springen. Drücke, während du dich vorwärts bewegst. Wir standen. So, und da sind Ranken, da können wir klettern. Gehe, renne oder springe auf Objekte, die zum Klettern geeignet sind. Ach, ah, und wir haben eine Ausdauerleiste. Okay, das heißt, wir können nicht überall hochklettern. Wahrscheinlich werden wir runterfallen, wenn die Ausdauer zu Ende ist. Und da hinten? Wer erwartet uns denn da? Da steht jemand im Nebel. War das mein eigener Schatten? Ein Geist. Willkommen in Palia.